Guten Tag, kann ich euch helfen? Wer seid ihr? Ich heiße Grandy und bin ein Streiter wider die Finsternis. Und ein Wichtigtuer ohnegleichen. Ich heiße Natascha. Ich studiere an der Akademie und habe mich auf die Erforschung des Ozeans spezialisiert. Leider ist die Universität momentan geschlossen und alle meine Freunde sind bei ihren Eltern. Was ist mit deinen Eltern? Mama ist schon lange tot. Mein Vater ist Walfänger. Er arbeitet sehr hart daran, um mir eine möglichst vernünftige Ausbildung zu ermöglichen. Manchmal ist er monatelang auf See. Ich habe ihn selten seit dem letzten Winter nicht mehr gesehen. Mittlerweile ist mir auch das Geld für mein Studium ausgegangen. Aber solange Ferien sind, kann ich im fliegenden Fisch aushelfen. Hast du dir keine Sorgen um deinen Vater? Wale zu jagen ist doch sicher sehr gefährlich. Doch, sicher. Manchmal liege ich nächtelang wach und kann an nichts anderes denken. Sollen wir dir mit etwas Geld aushelfen? Danke, es ist freundlich von euch, aber ich komme über die Runden. Okay. Noch ein Zwerg. Servus Leute, nein Königsberg. Wir sind jetzt vor kurzem angekommen. Wer seid ihr? Ich bin Minas. Schon ein Erfinder des Minas Mund am Haar Spezial. Hört sich interessant an, Herr Minas. Ist das so eine Art besseres Riechsalz? Eigentlich hat es eher einen umgekehrten Effekt. Vielleicht sollte ich den Namen nochmal überdenken. Wenn ihr es mal probieren wollt, besucht ich mich nochmal abends in meiner Taverne. Wollt ihr die Zeit dazu finden, schauen wir mal vorbei. Und es wäre nicht wasserscheu? Da habt ihr aber eine Information hörig in den falschen Hals gekriegt, junger Mann. Schon die kleinen Zwerglinge lieben es, im Meer in Bächen und Flüssen zu platschen. Eines mögen sie allerdings überhaupt nicht. Das wäre? Das Zeug zu trinken. Pfui, bäh. Da lobe ich mir doch einen Schluck frisch gezapftes Zwergenbier. Das ist übrigens auch ein hervorragender Ersatz für Muttermilch. Okay. Also kriegen schon Zwergenbabys ein Bierfläschchen. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn kommt. Er reitet dem Herrn voraus. Leduna wird treu sein. Ja, treu. Der Herr wird es ihm lohnen. Was faselt ihr da, Mann? Seid ihr noch bei Sinn? Spart euch die Mühe, Grandy. Dieser Mann wurde vom dunklen Gott mit Schwachsinn belegt. Was meint ihr damit? Ich habe so etwas schon oft gesehen. Manche Menschen erhoffen sich von einem Pakt mit dem dunklen Gott, die Gabe in die Zukunft zu schauen. Aber ich habe noch niemanden erlebt, der mit dem Wissen und Zukunft lange bei geistiger Gesundheit bleibt. Das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie der dunkle Gott seine Gaben verteilt. Der Tag ohne Namen wirft seinen Schatten voraus. Er kommt und jedes Wesen wird neu benannt werden müssen. Was faselt er schon wieder? Der Tag ohne Namen. Die Anhänger des dunklen Gottes glauben, dass dies der Tag ist, der auf die Nacht folgt, in der er sich den Weg in unsere Sphäre gebahnt hat. Klingt nicht so schön. Wer seid denn ihr? Was habt ihr hier zu suchen? Och, Tür war offen, da dachten wir schon nach, ob alles in Ordnung ist. Das ist ja eine sehr löbliche Einstellung, aber ich kann durchaus auf mich selbst aufpassen. Wohnt ihr hier alleine? Nein, gemeinsam mit meiner Gattin Trudel, aber sie ist nur selten zu Hause. Eigentlich sehe ich sie fast nie. Trudel? Was schaut ihr so? Ist hier etwas zustoßen? Ganz im Gegenteil. Ich meine, hat eine Tante, die hieß auch Trudel. Und die hat mich mal verprügelt. Daran muss ich gerade nur denken. Was ist euer Beruf? Ich gehe keiner Tätigkeit mehr nach. Früher war ich Feldwebel bei den kaiserlichen Truppen, die auf meine Rente aufkommen seit diesem Unfall. Was denn für ein Unfall? Ich möchte nicht darüber reden. Das ist meine eigene Angelegenheit. Vielleicht noch die meiner Gattin. Dann gehen wir mal wieder. Okay, wo habe ich mich noch nicht umgeschaut? Hier unten. Ein Waffenstand. Hallo zusammen, ihr seid neu hier, stimmt's? Jo, wir kommen gerade frisch aus Düsterburg. Oi, 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 ihr scheint ja Mut zu haben. Nur die raffgierigsten Händler und ein paar sentimentale alte Männer wagen sich dorthin. Wie ist es denn da so? Mittlerweile friedlich. Wir haben da aufgeräumt. Natürlich. Wir haben den schwarzen Herzog verdroschen und ihn hierher nach Königsberg gejagt. Aber klar doch. Glaubt ihr mir etwa nicht?
Doch, natürlich, ihr seid ein Held, keine Frage. So ähnlich wie mein Opa. Er hat auch mal von seinen großen Taten erzählt. Ihm leider keinen roten Hehler eingebracht haben. Hallo Leute, auf der Suche nach einer schönen Klinge oder einem gleißenden Panzer? Seid ihr bei Waffenlast gerade richtig? Tag, scheiße Granny und bin einer feinen Klinge gegenüber immer aufgeschlossen. Dann wird euch mein Sortiment sicher begeistern. Ich habe mich auf die Ausrüstung der Drachenjäger aus Kostaki spezialisiert. Es gibt nichts Besseres auf der Welt, aber das hat natürlich auch seinen Preis. Zeig mal her. Boah, ist das Zeug teuer. Drachenspalter. Brauche ich aber nicht. Ich will keine Drachen jagen, ich jage Vampire. Das ist mein Vampirspalter und blende genau die richtigen Waffen dafür. Drachenschild, nutzlos, Schuppenhemd. Drachenpanzer, Drachenhelm. Ich warte noch damit. Zu teuer, oder was? Boah, ey Katzen, geht mal weg. Los, bewegt euch. Geht mal hier rein. Schönen guten Tag, die Herrschaften. Wie kann ich euch behilflich sein? Zuerst müssen wir wissen, was das hier für ein Gebäude ist. Die Hafenmeisterei. Wie ihr euch unschwer denken könnt, bin ich der Hafenmeister. Mein Name ist Arturus. Artifex Arturus. Was macht denn ein Hafenmeister denn so? Ich bin für sämtliche Formalitäten zuständig, die mit dem Schiffsverkehr im Hafen zusammenhängen. Jedwede Ladung muss niedergelegt und im Zweifelfall verzollt werden. Außerdem vermittle ich freie Stellen sowie Passagen auf den Schiffen. Wir möchten etwas über Warnfried wissen. Um genau zu sein, einen gewissen Warnfried von Düsterbrocken. Oder Düsterburg oder was weiß ich. Habt ihr schon mal von dem was gehört? Hat eine Schiffspassage gebucht oder ähnliches? Der Name sagt mir natürlich etwas, aber ich habe keine Passage auf seinen Namen laufen. Vielleicht auf den Namen Xelram? Nein, tut mir leid. Auch damit kann ich nicht dienen. Dann nichts für heute. Wäre auch ein bisschen bekloppt, wenn der Warnfried so mir nichts hier nichts da reinspaziert und sagt, ich möchte eine Passage buchen. Oh, gehe ich noch in die Ecke hier. Ah, hier ist noch ein Laden. Oh, Katzen, Katzen, ey. Haufenweise Katzen. Oh, du warte, ich sehe in deine Auge. Du suchst Ding, was aber speziell sei. Habe recht? Hä? Er will dir nur etwas ganz Besonderes verkaufen, Schatz. Hierbei, sag ihm, mach, du kriege, was du wolle. Nicht immer. Nicht so unmöglich. Sag dir, mach, was du immer dir wünschst, du. Was genau stellst du her? Nur exquisite Dinge nach deinem speziellen persönlichen Wunsch. Nix ist so wie das Anna. Alles einzigartig. Auf der Welt. Ja, aber was denn genau? Waffen? Rüstungen? Magisches Kriegsgerät? Oh, nix solch schrecklich Zeug. Meine Kindschlag keine Metzger. Was soll der Spaß kosten? Das hängt ab von der Sache, die du da verbaut werden solle. Du musst zahlen jetzt Teil selbst. Aus dem 1000 Dollar fettes Stück, das Sache in deinen Teil einbauen muss. Erzähl was über die Stadt. Das ist eine Schienenstadt, eigentlich immer gewesen. Bloß in letzter Zeit ist etwas komisch, wenn du mich so wiese. Komisch? Es hat mal angefangen, als hier neben dran Besitzer von der Haus ist gestorben. Sehr merkwürdige Geschichte. Wenn ich gefunden habe, ganz merkwürdig in Kiste mit einem Pfahl gehauen durch sein Herz. Da war nur noch sein Katzilein bei ihm und hat vielleicht seine Funde. Seitdem tut sich Läge immer mehr schwarze Schatten über Königsberg. Leid werde schnell besser und so. Du verstehe? Nur die Hälfte, aber ich glaube, das genügt. Ich möchte was bestellen. Ich habe Leutnern, dass du im Hafenbecken. Dass am Hafenbecken jede Menge Schätze zu finden geben soll. Kannst du mir etwas bauen, das es mir ermöglicht, das Gold zu bergen? Ich sei nur möglich, was dahin mache. Du mir gebe etwas Zeit. Eigentlich dir mache eine Steine Angebot. Du komme wieder in, sagen wir, eine Stunde? Aber sicher doch. Bis später. Eine Katze, die einen gepflockten Mann geleckt hat? Diese Katzengeschichte fängt mir an, Sorgen zu bereiten. Was soll daran schlimm sein? Ein paar Katzen in der Gegend herumstreuen. Schlecht für die Hundebesitzer, sicher, aber da steckt mehr dahinter. Ein Mann wird gepfählt und seine Katze leckt sein Blut. Warum wurde er gepfählt? Na, wahrscheinlich war er so ein Langzahnfuzzi. Die verdienen nichts anderes. Das vermute ich auch. Kennt ihr zufällig die Geschichten, die man sich erzählt über Leute, die das Blut eines Vampirs getrunken haben? Sowas gibt's? Bäh, pfui. Man sagt, sie verwandeln sich in sogenannte Ghule, willenlose Diener des Vampirs, der sie geschaffen hat.
Durch das verfluchte Blut, das sie getrunken haben, altern sie nicht und ihre Kräfte nehmen dramatisch zu. Was würde mit einer Katze passieren, die solches Blut trinkt? Ich bin dafür, wir verschieben diese Frage auf später. Ihr habt recht, Grandy. Momentan haben wir wirklich wichtigere Dinge zu tun. Okay, das Haus lasse ich erstmal weg. Kann ich nämlich später erledigen. Oh, hier schwimmt was. Das hole ich mir mal ab. Wo habe ich meine Angel?